Die Botschaft hat uns aufgrund der vorherigen Erfahrungen, zum Beispiel der Kundgebung am 16. August, das war der Tag des Urteils, darauf hingewiesen, dass wir wohl nicht direkt an der Botschaft demonstrieren können, weil es gab wohl Vorfälle, wo die Menschen sich nicht ordnungsgemäß verhalten haben. Deswegen sind wir auf dem Mittelstreifen gelandet, aber wir sind nicht traurig darüber, denn die wunderbare Kulisse und der Charakter unseres Treffens entsprechen diesem Topos, weil diese boulevardartige Atmosphäre inspiriert zu einer poetischen und politischen Lesung, und demnächst werden wir neue Übersetzungen der Gedichte von Maria Aljochina vorlesen. Unterschiedliche Aktivisten aus verschiedenen Bewegungen werden die gerade im Netz übersetzten Gedichte, die von den Aktivisten übersetzt worden sind, vorlesen. Ja, danke.